Herzlich willkommen zu unserem Freitag-Stream. Mit mir, am Philipp und am Simon und New World. Hey Simon, ich sehe gerade, du versinkst mal wieder im Bild. Ist dein Stuhl zusammengefallen? Nein, nein. Das ist einfach das Leben, das dich runterzieht, ich sehe das. Ja, die Wartezeit in dem scheiß Game rein. Ich kann seit einer Stunde bin ich in der Queue rein und bin einfach keinen Meter weiter gekommen. Das kann ich nicht gamen. Genau, eigentlich wollten wir zusammenspielen, aber weil wir das wirklich... Ich habe seit dem 11. glaube ich, das Game gestartet. Oder früher. Und bin dann reingekommen. Und das, Simon ist noch der Warteschlange. Ich habe es nicht geschafft, auf den Mittag herzukommen. Es ist krass, oder, dass du so früh musst. Ja. Es, aber am Morgen geht es auch. Aber ja. Es ist einfach wirklich, ja. Am Morgen. MMO. Ich habe am Morgen um 8 Uhr kurz. Dann war kein Problem. Gewesen, und dann ab um 10 Uhr, glaube ich. Ja, New World ist. Das Leben zieht in da nur Gedanken, ja. Genau, es ist das MMO. Und so ein bisschen Kolonialismus, Fantasy, Piraten, Zeugs und Sachen. Und ich bin noch relativ am Anfang, weil ich bin auch im Fall nicht so viel dazu zum Gamen, weil ich amigs nicht reingekommen bin. Schon das, oder? Ja, also ich hätte mindestens einen Tag die sicher mehr gezockt. Aber ja. Und darum zeigen wir jetzt halt einfach mal so einen Querschnitt. Wir sind übrigens auf dem Server. Wie heißt der? Ganzier. Falls einer will kommen. Ja, am Abend, am 8. Das ist der schlechteste Hurenwitz. Ja, auf jeden Fall, das neue MMO, es hat mega viel von, was halt MMOs so ein bisschen ausmacht. Aber es ist ein Echtzeit-Kampfsystem. Das ist ja. So etwas, was ich glaube, noch nicht so oft gespielt habe. Also, weißt du, nicht mit Maus, sondern man ist wirklich so ein bisschen. So ein bisschen Age of Conan-mäßig, wo genau sagst, ja. Jetzt, wo ich gerade da bin, könnte ich vielleicht noch kurz das Crafting zeigen, weil ich habe nämlich gerade so viel Ballast dabei, wo ich muss loswerden. Genau. Was machen wir? Wir basteln Sachen. Man muss Hole X, X Gegner rabbeln, Hole Y Holz und so. Und man kann jetzt natürlich dann da Sachen craften. Genau, da kannst du Rationen machen, da kannst du Stoffsachen machen. Da kannst du Alchemie, da kannst du ab und zu solche Texte lesen, die ich selbstverständlich nicht mache, so wie kommt es noch. Idee dahin. Ich finde. Das ist so die erste Stadt, wo du reinkommst, stark gebietmässig, oder? Die zweite. Wie heisst die da? Weiß nicht mal, wie der Name ist von der. Das ist einfach die zweite. Die zweite Stadt. Ah, das ist schon die zweite? Ja, weil ich eigentlich mal wollte ich Eisen farmen. Weil ich gemerkt habe, irgendwie habe ich überhaupt kein Eisen. Und ich finde nie. Nachher habe ich natürlich gerade überall gefunden. Und darum bin ich jetzt einfach irgendwie rasch in die Stadt getrümmert. Hat mir auch LS22 getestet. Was ist das? Ist das schon irgendwie... eine Instanz? Ich habe keine Ahnung. Ich weiss wirklich noch gar nichts. Erinnert ein bisschen an Assassin's Creed. Das hat tatsächlich ein etwas, wenn man es so ein bisschen sieht, aber vom Spielerischen eigentlich überhaupt nicht. Ja. Du kannst nicht gross rumsäckeln, also an den Häusern klettern sowieso nicht. Also es erinnert so ein bisschen. Die Gameplay ist halt schon WoW-mässig, oder? Ja, eben. Also viele fragen die auch, ob es. Ich mache jetzt da mal ein paar Apps, wie Valheim ist und so. Aber die bin ich wirklich noch nicht. Aber ich weiss, man kann irgendwie Zeugs bauen, also auch Häuser, also man kann ja da auch welche kaufen und so. Jetzt habe ich da mal ein bisschen Eisen. Landwirtschaftssimulator ist LS22. Ja, der spielen wir. Ah, so! 100 Pro. Ja, das stimmt. Genau, man hat übrigens da natürlich diverse Quests und ich kann eigentlich mal da zum Beispiel jetzt etwas. Du kannst dann, es gibt dann übrigens, genau, es gibt Hauptstory und Nebenstory, aber dann gibt es auch wie für die Settlements, wo du Quests machen kannst, wo du Sachen freischaltest und für deine Fraktion, es gibt 3 Fraktionen. Und ich hätte jetzt da zum Beispiel für das Stadtprojekt, könnte ich jetzt da... Danke, Lord Mortar, yeah, Simon da. For President. was so, Crude Iron Armaments. Die muss ich doppelt machen, wie ist denn das? Ja gut, aber jedenfalls... Was sind das für Quests jetzt da gewesen? Für die Stadt. So eben da die Town-Dings da. Und das ist eben, siehst du, man sieht es sogar beim Craften. Es hat wirklich schon dort ein Symbol, um es zu machen. Ja, super, jetzt habe ich den Shit natürlich nicht. Ja, du musst ein bisschen Tier farmen. Nein, ich habe es gerade eben alles verarbeitet vorher, aber Greenwood und Rawhide. Gut, aber das... Das findest du locker. Ja, 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 aber jetzt muss ich das schön deponieren, weil jetzt ist so viel Eisen dabei. Glaub du auch, ne? Ja. Ah, das ist schon immer das Inventory Management.
Ja, ist auch wieder schlecht gelöst. Ja. Du kannst. Genau, da kannst du halt da deine Sachen bauen. Kannst natürlich. Ja, es ist wirklich. Also, es, was ich noch krass finde, ist, es bringt dir in der ersten eineinhalb Stunden schon fast alles bei, was du kannst im Game. Oder? Ich weiß es noch nicht. Ich meine, ich, eben, für das kann ich es noch zu wenig beurteilen. Aber vermutlich geht die Grundzeug sicher, ja. Ja, ja. Fische bringst du, glaube ich, nicht bei, aber sonst. Ja, stimmt, aber habe ich auch schon bekommen. Ja, aber ich bin schon gespannt auf so einen Dungeon. Also ich gehe jetzt mal da zum 2. Was ich halt eben easy finde, eben viele so die Komfortsachen. Also weißt du, dass du... Ja, dass du mehrere Quests kannst tracken, dass das irgendwie bei den Gegnern sagt, dass das jetzt ein Quest-Mob ist. Eben, ich meine, ich habe halt natürlich das WoW nie mehr gespielt. Das ist das... die neue Sache. Darum habe ich natürlich keine Ahnung, was dort schon alles Standard ist, oder? Ja, so ein bisschen Quality of Life, ja, genau. Improvements, oder? Mhm. Keine Mounts gäbe es, das finde ich schräg. Das finde ich mega... Nein, gäbe es nicht. Das gäbe es nicht. Das finde ich mega komisch. Also gut, Mounts, für die das nicht wissen, ist Reittier. Sachen, wo kannst du drauf reiten. Ja. Ja, wird vielleicht mal dann ja in einem Update kommen. Gemacht finde ich es eben schon recht schön und das, ich bin wieder in so einem, wenn es dann funktioniert, MMO, so komme ich schon rein. Schon nur aha, schnell. Ja. Das macht es mega gut, weil auch die Quests halt recht zentral kannst annehmen, wirklich mehrere gerade annehmen und dann einfach mal raus. Und das ist schon recht cool gemacht, muss ich sagen. Auch wenn natürlich eben die Hauptquests und so, also das ist alles. MMO. Ja. Die Idee ist, du bist auf einer, also für kurz, was die Story ist, aber. Tatsächlich sehr umrissen. Du bist auf einem Schiff, du bist ein Schiffbrüchiger, du bist mit so einem Dude da in die neue Welt aufgebrochen und irgendwie ist noch niemand aus dieser neuen Welt zurückgekommen. Es sind alle irgendwie verschollen. Du bist jetzt einer von denen, der es aber geschafft hat, aber jetzt gibt es da so eine böse Bedrohung und du bist dieser bösen Bedrohung auf der Spur. Was das könnte sein, oder? Irgendwie so. Ich glaube, ja, ja, so wie ich das mitbekommen habe. Du hast schon mehr mitbekommen als ich. Das ist sicher so. Ja, weil du natürlich einfach keine Sekunde irgendeinen Text liest. Das ist natürlich auch klar. Lesen. So, und dann kannst du natürlich jetzt da, Xander, ist der Phil am Holz hacken. Wow! Und jetzt das, was jetzt passiert, plus 37 Logging, heisst, er tut sein Skill im Holzhacken wird jetzt, geht jetzt auf, weil er mehr Holz hackt. Also das ist so wie bei Skyrim oder so. Also wenn du mit einer Waffe kämpfst, wirst du immer besser mit dieser Waffe. Wenn du anfängst Holzhacken, wirst du immer besser im Holzhacken etc. Genau. Für alles glaubt fast in dieser Welt. Ja, das finde ich schon geil, dass du zum Beispiel auch bei der... Kann ich das gleichzeitig machen, ja. Bei der Waffe ist es dann wirklich so, wenn du das Schwert brauchst, schaltest du dann auch die Skills frei. Genau. Und du musst einfach brauchen und dann schaltest du die Sachen dazu frei. Martin, gern. Ich habe dir gern die Storyline erzählt. Ja, das ist. ich bin da sehr deep in der New World Lore. Und ist das noch Arbeit oder macht ihr das nur zum Vergnügen? Halb. Was jetzt? Also, ich meine, MMOs sind ja immer so ein bisschen Halbarbeit. Oder meinst du, das Streamen für uns? Das machen wir zum Schaffen. Streamen tun wir zum Schaffen machen. Was passiert, wenn einem einen Baum auf dem Kopf fällt? Nicht. Ja, das ist nicht Valheim. Das ist nicht Valheim, zum Glück. Wenn ich natürlich, mein erster Tod ist, glaube ich, bei jedem ein Baum gewesen. Das ist aber auch gut. Ja, oder? So. Weiss es nicht mehr. Da macht er echt so den Yoshimitsu-Move da. Ja, voll. Kann ich jetzt den da rum? Ich glaube, es hat schon ein bisschen mehr Survival-Sachen. Als jetzt vielleicht andere MMO. Also das hat schon ein bisschen einen Survival Touch-Anteil. Ein bisschen mehr als andere. Oh, Mann, du kannst ja nie durchlaufen und ich hätte natürlich auf der Straße. Aber wir könnten jetzt hier eben auch noch blocken, oder? Oder ausweichen. Ja, der loot jetzt auch noch da. Und dann kannst du natürlich Potions craften und Zeugs und Sachen und du kannst was sagt er jetzt am Wolfram, sorry. Ja, er hat das heizt. Er hat damit das Fell gedrückt. du kannst auch wieder beim Gasthaus deinen Checkpoint setzen, damit du dort kannst, wenn du stirbst, landest du wieder dort und du kannst eine Stunde zurückporten. Ah, schau, jetzt dort muss ich etwas umlassen. Und du kannst eben auch noch, das finde ich eben noch geil, du kannst das Camping machen. Z. Nein, ach, wieso steht Z, wenn es Y ist? Und dann kannst du das Camp anstellen. Das kostet ein bisschen Ressourcen, aber relativ wenig.
Und dann baut er das, dann kannst du einerseits ein paar Sachen craften und du kannst, es ist wie dein Checkpoint, wenn du stirbst, dann habe ich keine Flint. Letztes Mal bin ich beim Aufstellen von dem Sieg gestorben. Das ist ja bitter, das ist ja bitter. Nein, geh weg. Ganz bitter. So. Und weil er den Sieg aufstellt und dann ein Skelett hat mich von hinten angeschossen und ich bin natürlich wieder mal, weil ich diese Sachen ja immer sehr ernst nehme. Oh, jetzt. Habe ich tatsächlich einmal, habe ich alles einfach auf Intelligence gegeben. Nicht sonst, einfach weil ich gefunden habe, das mache ich jetzt das mal. Einfach, du möchtest einfach auch mal gescheit sein, ne? Ich verstehe das. Ja. Nein, ich will einfach auch, dass ich roleplaye mich selber, aber ich bin noch nie so weit. Aber Intelligence 300 geht, gibt es eben leider nicht. Darum kann ich mich nicht selber roleplayen. Ah. Flint, die gibt es überall, ne? Also, was muss ich jetzt hier machen? Genau, und Quests sind jetzt... Ah, da bin ich aber schon gewesen. Das ist dort, da bin ich gestorben letztes Mal. Da innen ist so ein... da innen hat es, glaube ich, einen Boss, aber ich bin nicht weiter rein getraut, weil die Mobs ein bisschen zu hardcore gewesen. Was hast du für ein Level? 12. Ah, das sollte jetzt, glaube ich, lang. Ich glaube, so 15 ist drin. Ah, ich hätte hier auch noch meinen Powershot. Zack, zack! Gut, die sind jetzt natürlich nichts. Und man hätte das wirklich gerne einfach auch zusammengespielt, aber wie gesagt, ich bin in dieser... Ja. Wir sind auf dem, wir sind auf einem Server, fragt der Piusdibus, wir sind auf dem Server ganz hier. Aber kommst du nicht rein, wir haben den Wartel schon lange vor. Der Simon ist noch vor dir. Nein, ich kann es jetzt abgestellt. Ah, okay. Ja. Ja, jetzt ist wirklich ein Shitshow. Jetzt hat es mittlerweile viel mehr Server und sie sagen, es gibt einen gratis Charaktertransfer. Also wenn du findest, hey, nein, der Server, das ist viel zu viel, wir wechseln auf einen, wo es ein bisschen weniger Leute hat, kannst du das gratis machen, aber man weiß nicht wie. Ja, jetzt geht es auch noch nicht. Also es geht noch, ja, ich glaube in den nächsten paar Wochen haben sie gesagt. Übrigens, ja. was jetzt auch noch cool ist, da oben rechts steht im Questlog, seht ihr es gerade? Mal, ich sehe es auch. Nicht überdeckt vom Simon. Dort siehst du jetzt Center, ist jetzt dort gehighlightet und das ist jetzt halt auch das, was in diesem Gebiet ist. Ah, ist so, das so? Ah, das macht er automatisch. Ja, also das. Weil ich habe jetzt keines angewählt und ich bin. Ancient Garden Reach. Bin ziemlich sicher, dass das das ist, oder? Ja, ja. Das ist ja doch, das ist das. So Zeugs finde ich halt. Das sind Quality of Life Sachen, die mega geil sind. Ja. Ja. Lese ich alles hier selbstverständlich, den Text? Oh. Mit dem Block, Alter! Dir ein bisschen, ja, ich kann nicht checken, was der für Moves macht. Ich dachte, der haut jetzt mal ein. Nicht gewusst, dass der gerade zu einer Dreier-Kombi ansetzt. Loot. Was muss ich da machen? Ancient. Ah, eben so ein Guardian. Was kann man da noch? Etwas looten? Ja, eben, siehst du, gewisse Sachen kannst du jetzt halt nicht looten, weil eben wie immer halt immer zu wenig. Ich habe zu wenig Sachen gelootet. Ich bin zu wenig gut im Looten von Kräutchen. Ah, der Piusdibus ist auch auf dem und hat gestern auch 1,5 Stunden müssen warten. Das ist crazy, oder? Ja, ist ich glaube gestern... Nein, gestern bin ich im James Bond geschaut und habe es nicht probiert. Ich muss mal etwas mampfen da. Hey krass, ich habe da 36 Frames. Das ist ja ganz übel. Ehrlich? Ja, da nicht 33, 30, 35. Krass. Ich meine, klar, es läuft ein Parsec, aber das hat jetzt nicht, macht mal eine Rolle. Jetzt habe ich jetzt 60. Okay. Ja, es ist auch noch nicht richtig optimiert, das wird wahrscheinlich dann schon noch kommen. Aber generell muss ich sagen, eben, es ist überhaupt nicht viel neu. Setting ist etwas, was man noch ein bisschen selten gesehen hat, so ein bisschen Piraten... Ja, ja. Nein, ich finde auch, ich habe es nicht irgendwie gefunden, oh geil, das ist irgendwie... Endlich mal so etwas völlig Neues. Es ist einfach... ein Neues. Es ist einfach ein neues MMO. Sehr solid gemacht, ja, genau. Easy Grafik, easy Sachen. Aber ich muss dann noch einmal in den PvP-Teil. Das habe ich das Gefühl, ist noch etwas Neues. Dass ich könnte jetzt auch hier PvP aktivieren. Ich glaube, ich könnte. Player versus Player, für die das noch wissen, dass andere Leute dich treffen und abschlagen. Genau, ich bin jetzt nicht sicher. Jetzt zeigt es gar nicht an. Vielleicht kann man es hier nicht aktivieren. Hey! Alter Schild. Vielleicht kann man es nur in der Stadt. Vielleicht kann man es nur in der Stadt aktivieren. Wahrscheinlich schon. Ah, ist das der? Ah, das ist der Regent, hä? Das ist jetzt der, was aber man, das ist der Boss, also Mini-Boss. Ja, sicher! Ja, vielleicht stirb ich jetzt doch schon mal eins, hä? Der rennt er weg! Komm mal auch noch helfen da!
Oh oh. Vor allem, ich kann doch eigentlich Tränke irgendwo. Oh, ich muss weg! Ui. Ich muss weg! Ich kann doch irgendwo Tränke. Ja, oh! Oh. Tränke, 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 Tränke. Soll ich keine Tränke? Doch. Doch, nicht. Was hat er mitgebracht? Nochmal einen. Nochmal einen! Oh shit. Cool down. Weg, weg, weg! Jeez, fail. Ja! Ich kann nicht, dass alle gekommen sind. Was? Ich kann nicht, dass da jetzt alle miteinander gekommen sind. Da. Ja, ich hätte dann den Ding in den Arsch hineingepfeffert. Ein Debuff! Dem sind die Schüsse und eben... Was es auch hat, ist nur so... Weißt du, jetzt mit 32... Mit 32 Fips ist es einfach aber auch eklig. Zum mit Fernkampfwaffen schiessen. Was? Du bist gerade der Richtige, der das sagt! Du immer motzisch. Gib mir mal da, trink! Hau dich aber, du Sau! Ja! Das ist ja du hast nur 4 gehabt, das rechnet dann auf den ATP runter und so. Oder? Nein, aber ich streame am anderen PC. Ah, das stimmt schon am anderen PC. Das schon. Stimmt, das ist ein Streamer PC. Gut, Quest erledigt. Talk to William Hurenson. Du, der hört ja nicht mehr auf! Der Learn-Server, wo meiste Streamer drauf sind. Da ich auch streamen. Und so habe ich gestern 2 Stunden gewartet. Einen Tag 4 Stunden richtig pain gewesen. Ah, geil. Ja, der eine hat mir auch gesagt. Ich glaube, dein Kollege Simon hat mir auch gesagt, das sei ein Streamer-Server. Also nicht der, wo wir jetzt sind, aber irgendein anderer. Ah, du hast mit dem Tommy Kontakt gehabt. Ja. Aber der hier sagt jetzt eben, glaube ich, nicht. Schade, hat das Spiel keine Spracherkennung. Trink, du Sau! Das ist wohl so, das hat der Lenki. Das ist ein Kollege von dir, ja. Was ist das heiss bei mir, ey? Ich spiele ja jetzt Commando, weißt du? Ja, man hofft tatsächlich, ja, wir hoffen auch, dass das mit den Wartezeiten dann noch, dass die Server vielleicht noch ein bisschen grösser werden. Weil aktuell dürfen maximum 2000 Spieler auf dem Server. Gut, man sieht, es ist schon mega eng, weil jetzt natürlich alle im Startgebiet drin sind und so. Also, stageinander steht dann schon recht auf den Füßen. Aber ich meine, jetzt da müsste ja eigentlich schon irgendjemand von denen 2000 die Quest gerade irgendwie müssen machen. Ich finde, da, das ist jetzt als der erste Ort, wo ich alleine bin. Ja. Yeah. Weil das ist ja immer so das Eckling, wenn du nachher noch alleine rauslaufen musst. Und wieder alle Gegner. Weil die Gegner spawnen schon extrem. Ja, extrem schnell. Ja, sie spawnen genug schnell. Also weißt du, im WoW ist ja das das Problem. Du hast irgendeinen müssen fertig machen, dann haben alle müssen anstehen. Ja, gut, nein, aber ich finde es jetzt so, ich meine es jetzt mehr im Negativen eigentlich, weil. Weil einfach schon alle wieder da sind beim Auslaufen. Absolut, ja. Aber ja, es geht, ja. Als Dark Souls-Fanatiker. Respawnen. Du im ist eine Challenge. Ja, das ist klar. Du bist alter. Du bist alter Dark Souls-Experte. Ja, Experte. wer baut die Stege? Das ist nur steil. Geht gar nicht. Komm jetzt, dann gut den Kopf geschossen. Zack! Ui. Yeah. Hätte jetzt auch ein Ausweichen eigentlich. Ich finde das Ausweichen noch ein bisschen. Das finde ich, das ist nicht so einfach. Vor allem check ich amigs nicht, wenn er einfach nur so einen Sidestep macht. Ja, das check ich auch nicht. Und wir haben einen geilen Job, einfach ein bisschen streamen. Ja. Du, aber das ist ganz viel dahinter, hinter so einem Stream. Vor allem, wenn du wüsstest, wie heiß ich es hier habe. Ja, dann wärst du nicht neidisch. Ich spiele jetzt einfach drum in der Unterhose. wo muss ich hin? Dort über. Ja, aber die Welt ist schön. Auch nichts mega außergewöhnliches, aber es sieht cool aus. Ich bin eben zu wundern, wie so Dungeons sind. Einfach weil dort siehst du meistens, wie sich das Game unterscheidet, finde ich. Oder ja, so das 0815-Zeugs ist ja dann oft ein gleich. Eben, und nachher sicher mal das PvP-Zeugs, wo du halt wirklich kannst so Gebiete voneinander, von diesen 3 Fraktionen, kannst du ineinander so Gebiete streitig machen. Ja, das ist schon geil, ja. Also ich glaube, das ist das, was du hier auch siehst, oder? Wir sind ja, ich glaube, ich bin die Grünen. Das heisst, alles Grüne ist unser Gebiet. Und ich weiß aber auch nicht mal genau, was denn der Bonus ist, wenn jetzt das uns gehört, da hat man da irgendwie einfach mehr Erfahrungspunkte oder so. Weil du es gibt ja so Map-Challenges, also auf der linken Seite kannst du doch noch... Du wenn du M drückst, oder?
Kannst jetzt da links, da ist noch so Map by Territory Rewards. Du kannst so Rewards kaufen. Ah, da kann jeder einen nehmen, genau, stimmt. Ja. Ja, ja, machen wir den. Was haben wir da noch? In Everfall. Das ist natürlich jetzt auch von Gebiet abhängig. Ja, XP Gain, immer ja. XP Gain. Und das hätten wir noch. Upcoming Wars, geht nicht. Company. Wegen Sidestep und Rollen hängt von der Rüstung ab und auch wie schwer du beladen bist. Ah. Willst du sagen, ich bin dick? Also gut. Du kannst, wenn dir einen Teil gehört, steuern und alles anpassen und so, sagt der Markus. Und der Markus sagt auch noch, er findet es assi, man kann, wenn man die erste Quest nicht annimmt, zum anderen Startgebiet gehen und er dort starten. Das habe ich, also heisst das, man kann es oder man kann es eben nicht? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Muss ich hin, ich muss da führen. Ah, schwere Rüstung machst du nur einen Step, leichte Rüstung machst du eine Rolle. Ah. Ja, ist ein bisschen wie Dark Souls abgelaufen. Ja, läuft doch genau der Baum rein, wenn ich am Trinken bin. Dann hast du, elegant hast du gesehen über den Baum gehüpft ist. Also eben, es gibt dann natürlich auch Magie und so. Also je nachdem, was für eine Klasse es... also du wählst eben nicht eine Klasse am Anfang, du machst einfach... Ja, ich habe jetzt einmal, also es ist halt die Waffe, die es bestimmt, oder? Ich habe jetzt einen Magic Wand und ein Ice Gauntlet. Ja. Und mit dem kann ich jetzt halt, mit dem fight ich. Also ein beides Ranged Waffe, ja. Jetzt im Moment drin habe. Aber ja, vorher habe ich gesagt, auch, erkenne ich es vom Streamen her, es ist eben wirklich nicht so einfach, wie alle sagen, er tut selber im Streamen. Der arme Hase. Aber vorher habe ich doch eine Rolle gemacht, weißt du? Das finde ich eben schräg. Ich finde mich das schräg, ich habe das Gefühl, ja gut, aber vielleicht habe ich die genau jetzt wieder zu viel Gewicht aufgeladen. Ah, ja. Wegen dem. Ah, okay. Habe ich da neue. Haben wir? Ja, gib mir. Das da? Ich finde das komisch, ich kann das hure Bier nicht. Hauk. Ich kann das hure Kackbier da nicht mit dem. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht da. Musst du ja können. Wieso kann er das Bier nicht zusammen mit dem Schild brauchen? Komm, jetzt müsst ihr jetzt nicht raus. Das weiß ich auch nicht. Da kannst du etwas ausrüsten da. Empty Socket. Habe ich nicht. Da komme ich nicht raus. Die Waffe muss ich auch noch reparieren. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Ja gut, das ist aber ja... Ja, ja. Das ist fast jedem so, ne? Ja. Nimmt wahrscheinlich ein bisschen Schaden, wenn du stirbst, nimmt sie Schaden, oder? Ja. Da das ist wahrscheinlich der einzige Penalty, aber weiss das jemand im Chat, was passiert, wenn man stirbt? Ob es irgendwelche... Was ist das? Ein River War and Deckhand? Mhm. Die Deckhand. Jetzt? Können wir noch möbeln. Was ist das da? Ah, das ist ja auch nochmal das Quest. Ja. Reclaiming what was lost. Kann ich das looten? Nein. Ich muss dann noch ein schönes Camp. Ein Begräbnis und Konto wird gelöscht. Ja, genau. Ja, hat es mir auch schon geträumt. Kann ich jetzt das Camp machen? Ist doch schon das Camp. Ah, neben deiner Rüstung hat es eine Anzeige. Und wenn du unter 13 bist, dann bist du leicht und drüber bist du mittel. Dann können wir sie schon anschauen. Hm. Wieso kann ich das nicht? Ah, ich muss zuerst das andere anbinden. Ja, okay. Du, Phil, bist sowieso generell mittel. Ich bin wenigstens reingekommen. Ja. du kleine Ja, der Markus meint, nein, er ist gestorben, das hat aber nichts gemacht. Ich eben. Weiß auch nicht. Vielleicht. Dann fühlst du auch so viel. Wow. Sorry. Was geht? Schau jetzt da. Jetzt können wir ein Upgrade machen. Ein Upgrade? Ja, nimm doch mal so einen. So eine Falle. Was können wir da machen? Powder. Powder. Oh. Falle. Das ist auch lustig. Mach mal Falle. Kann das nicht nehmen? Right. Was ist die Falle? Was macht die? Ah, das kannst du doch wie so im WoW, ja, da kannst du einfach doch... Dann stellst du die Falle auf, nehme ich jetzt mal an. Und dann kannst du die runterballern. Und dann läuft er in die Falle rein. Und dann stoppt sie. Oder? Jawohl.
Hey. Hast du jetzt das gewesen? Ja. Ja, dann kannst du ihn halt... ohne dass er dich haut. Was ich von der Schräg gefunden habe, ich habe dann irgendwie Munition kaufen, weil ich da keine mehr hatte, von diesen Schüssen, die ich da jetzt um 200 habe. Und die musst du im Auktionshaus kaufen, das finde ich schon noch speziell. Okay. Und das heisst, jemand bietet sie ja an. Also weißt du, das ist wirklich so, irgendwie... Ich komme nicht raus, ob es wirklich einfach keine Händler gibt, die das Zeug verkauft. Ob das alles über die Spieler läuft. Ja, Händler habe ich wirklich auch nicht gefunden, das ist wirklich weird. Der Souls Brethren sagt, wachst du einfach am nächsten Bonfire auf, ist ja wieder Dark Souls, so wie der Simon sagt. Ja, aber ich glaube, deine XP sind dann nicht alle verloren. Du musst einfach. Du darfst einfach auch nicht sterben. Komm! Ach, ich kann ausweichen. Alle cool sein. Ui. Hat das Deck gemacht, ne? Rückwärts halt. Ja, es ist so ein Pirates of the Caribbean Design, oder? Alter, dorthin, oder? Schau, das ist doch da der Johnny Depp, boom. Kann ich nicht einfach da hinterher rollen? Ja, schiess doch du mal dort hin. Only two G's at the floor vom Discord-Server sollte mal den Gutschein von Minecraft und mir schicken. Ist jetzt schon fast 2 Wochen her und mein Ryzen 9 wird immer teurer. Ja, ich schaue, ich kann ihm noch mal schreiben. Es schickt auch nicht, ich glaube, es schickt auch nicht den Flo. Es schickt auch nicht den Flo, glaube ich. Wer? Ja, der Gutschein, weil der Flo schafft ja für uns. Ich glaube, die Gutscheine die verschickt jemand von Digitec. Aber ja, das. Frage, aber sonst noch ja, mal. Kann man schon mal machen. Oh, das Krokodil. Der Black Alligator! Komm, da gibt mir sicher etwas Less. Oh, oh. Der hat einen dicken Panzer. Schnell, Fall auf Stelle! Oh, oh. Ah! Ah! Komm weg! Hua! Schnell da. Zack, zack! Renn doch schneller! Wieso kann man nicht rennen? Hey Kollege! Hallo! Da, Tiramisu! Ja, weißt du, wir sind immer noch beide mitgekommen. Oh, es hat keine Lust mehr. Schwein gehabt. Das ist nur. Hat es nur in sich? Gibt es eigentlich Elite-Gegner? Wollte ich schon, oder? Ja, sicher, ja. Die mit dem Sternli, oder? Hat jetzt das ein Sternli gehabt, oder? Das Krokodil, oder was? Nein. Ah, die Umrandung hier. Ah, das auch da. Schau mal, das hat so einen. Oder? Weißt du, was ich meine? Weißt du, ums 12 Uhr hat doch der Alligator so ein bisschen silbrig. Der ist platt. Ja, genau. Das ist der das ist Elite. Elite. Genau. Das meine ich. Ja, gut! Das ist nicht auf die Tisch. Wer hätte ich denn das sollen wissen? Spawn, wo? Also Gutscheine sollten heute oder morgen kommen, habe ich jetzt gerade in Erfahrung gebracht. Für die das Minecraft-Turnier gewonnen haben. Ja, der Alligator zum Beispiel, ja, der ist Elite tatsächlich. Der Flo wird dir das schicken. Sorry, wir spielen also ein bisschen untergegangen, die Gutscheine vom Minecraft. Schau jetzt, das ist eine Kollegin. Das ist mein Buddy. Das ist mein Buddy. Mal schauen, was die macht, was sie im Griff hat. Oh ja. Rasiert dann schnell alles ab. Ich muss doch die Chests suchen. So, ich würde sagen, nach dem mache ich dann mal irgendwas mit PvP. PvP, ne? Random vor allem den Loot klauen. Jawohl, das ist immer das Lässigste. Ja, das finde ich auch schräg, dass du es da irgendwie kannst. Also ich glaube, du kannst zwar den Drop nicht. Also ich glaube, von einem Gegner. Oder? Man kann irgendwie Viecher skinnen und so von anderen, aber ich bin nicht sicher, ob du den Loot kannst klauen, einfach so. Mal, ich glaube. Was weißt du, die Taschen. Ich weiß gar nicht, das hätten wir jetzt müssen ausprobieren. Hast du mal jetzt mit jemandem zusammen gespielt oder nicht? Nein. Oder? Das Problem ist ja der, was das Beta war, hast du nicht zusammen Quests annehmen. Aha. Ja, siehst du, das habe ich noch gar nicht probiert. Also du hast die gleiche Quest können annehmen, aber es war ja 2 verschiedenen Uhren. So gut. Weil es halt einfach dann das Zeug so ein streut. Oder es heisst dann schon, du musst dir und die Gegner abhauen, aber ich musste in den Norden und der andere. Mein Kollege musste irgendwie in den Süden.
Das ist einfach schon. Obwohl es genau die gleiche Quest mit dem gleichen Namen war und so. Das ist irgendwie recht weird. Ja, vor allem eben, das ist ja dann das Essentielle. Das ist ein fucking MMO. Ja, eben, das ist schon. Ja. Wenn das nicht funktioniert, dann schießt sie ja gerade an. Komm ich recht durch, da durch die. Ja. Vielleicht nicht da durchgehen. Mensch, ist es echt nur der. Aber das ist eben der direkte Durchgang. Was ist der direkte Durchgang? Lalalalala, die haben mich nicht gesehen. Welcher direkte Durchgang? Ja, dort, wo ich nachher hin will. Da ist irgendwie der direkte Weg, wer da durch, glaub. Ja, ist immer eine gute Idee, in eine Höhle, wo du absolut noch keine Quest bekommst. Nein, nein, das kommt schon gut. Es gibt sicher einen Ausgang da. Leben am Limit! Ah, oh, nein, es geht. Grossartig. Wo muss ich denn hin? Siehst du, die machen jetzt das? Nein, das ist alles. Alles wie geplant. Dann immer dann dich. Collect Lucky Rabbit's Foot by Hunting Rabbit. The Old Man at the River. Ah, den hast du gar nicht gemacht. Ja. Ah, du kannst natürlich auch mit Flyers travelen. Mit. Nein. Ja. Kann man das noch her, oder was? Ja, aber du kannst eben nur an diesen. Ich glaube nur, wenn du in der Stadt rein bist oder an so einem Fast Travel Stein. Okay. Das habe ich gibt. Ja. Jetzt habe ich nicht gerade weiss. Die Landschaft ist schon noch witzig. Wir haben gestern Weide Loot bekommen. Bei Markus TV, weil er, glaube ich, so Bärendeutsch schreibt, weiß ich nicht, ob das. Ja, der hat einfach beide, weil B und V ist ja nebeneinander. Beide, ja jetzt. Wir haben gestern beide Loot bekommen. Ja, du bekommst den Loot, genau. Wenn du das zweite Spiel bekommst, den Loot, bekommen wir beide, ja. Jetzt ist gut. Sorry. Ich habe gemeint, wir haben gestern Weide Loot bekommen. Das ist irgendein Begriff für. Du musst einfach wieder mal die Leute diskriminieren da. Ja, sorry. ja, du bekommst beide. Ja, genau. Das bekommen beide Loot. Aber sind, ich weiss nicht, ob die Quests dann immer am gleichen. Also, die sind irgendwie nicht am gleichen Ort. Wir haben beide müssen das Quest auch abschliessen. Also, ja. Ah, er ist gerade am Fahren. Gut. Hey! Ja, gell? Schon, dass man da nichts verpassen will von uns, oder? Ja, ist ja klar. Aber was mich eben wundern nimmt, ist eben, ob sie das gelöst haben. Dass wenn einfach einer das Quest annimmt und der andere hat es noch nicht gemacht, dass es für beide erzählt. Das ist mir bei der Beta nicht so gewesen, aber. We'll see. Ja, aber das Kampfding ist schon witzig, eben, dass du da auch etwas zu tun hast und so. Wie meinst du? Ja, aber hast du mit ein bisschen ausweichen und so. Das ist schon noch ein bisschen. Ah, ja, nein, es passiert schon etwas. Es ist jetzt nicht gerade irgendwie der Witcher oder so. Aber nein, nein, aber es ist dann irgendwie. Also weißt, und es kommt oft auch nicht so drauf an, aber einfach wenn du es ein bisschen gut machst, dann musst du halt auch nicht ständig dann irgendwie etwas fressen. Ja, so, genau. Don't text and drive, sagt the Souls Brethren. So ist es. Was müssen wir da eigentlich machen? Einfach wieder mal die Feed. Eben, also genau, die Quest muss man jetzt wirklich nicht. Muss man jetzt nichts nicht Spezielles erwarten, das ist halt das MMO, oder? Don't drink and drive when you can smoke and fly. Oh Mann, ey. Das Niveau ist da wieder schon. Es ist alles schon am 4 Abend da, ich sehe das. Wir sind schon im Vierabig. Schalalalal. What the fuck is this? Ah, Supply. Air. Du, was sind eigentlich da die. Ah nein, Violet ist Syndicate, hä? Ja? Nein, weil es gibt ja noch irgendwie die mit den Bären. Symbole. Ja, das ist eine von den drei Fraktionen, ich weiß nicht, was heisst. Ja, nein, aber es gibt ja nur die goldigen, die grünen und die Violet. Oder in die Ente. Ja. Ich zeig's dir noch, was ich meine. Ja. Zack! Was hast du denn da? Hoffentlich wird eine Grafikkarte nicht gebrickt, sagt ein Baumhaus. Ja, das ist. Das ist so, das hoffe ich auch. Ja, beim Film ist sowieso schon viel zu warm in der Wohnung, aber klagt sich die ganze Zeit. Das ist so.
Ja, nein, eben, sag ich ja, eben die am Anfang sagen ja schon einfach die Fehler bei EVGA gewesen, als mein Grafikkartenhersteller. Ja, offenbar hast du die erste wieder gebrickt. Ja, aber weißt du, der weiß halt eben nie so recht, was ist denn wirklich der Grund, oder? Aber ja, weißt du. Ja, eben, weißt du, ob es wieder irgendwie Fehler beim Hersteller ist, aber ja, wenn es jetzt schon wieder passiert, ist es schon ein bisschen verdächtig. Mhm. Oh ja, da! Komm, ich lade noch jou! Achtung, ich bin wieder gefragt, sag meine Lore. Was die drei Fraktionen machen, haben sie unterschiedliche Philosophien? Ja. Regierungsformen? ja. Und ja. Kleidung? Ja. Also es gibt eben da die Marodeure. Das sind mehr so Krieger und so. Und dann gibt es die Violette, die den Namen vergessen hat. Das ist so ein bisschen mystische... Also, ich glaube vor allem im Ding sind... nein, die Violette sind so. Syndicate. Die im... die Unterscheidungen von der Fraktionen sind jetzt rein im Text, noch nicht das Gefühl. Okay. Gut, wenn der schiesst, kann ich ja auch. Der zieht sicher mehr Aggro sich, oder? Alligierte. Ah! Ja, so einen hat mich eben auch verwünscht letztes Mal. Grund war, glaube ich, dass der Fanspeed im Menü über 1 Million Prozent. Oder willst du er da? Ich bin jetzt so nett. Ich bin jetzt so nett. Ich tue jetzt den nicht skinnen. Ich bin jetzt so. Ich warte ja auf den. Ich hoffe, dann hilft er mir nämlich mit dem. Was macht der? Master Henry. Komm jetzt, kannst du mir doch schon helfen. Ah ja. Der haut dann aber. Ja, hast du gesehen, ich habe volles. Also, wenn du noch mehr Lore willst wissen, zum Beispiel der Master Henry da, das ist natürlich ein alter Pirat. Genau, den kennt man, den kennt man natürlich. Und vor allem ist er. Was er als erstes gemacht hat, ist, er hat als erstes einen Anker als Waffe gebraucht. Mhm, hat das eigentlich revolutioniert, ja, oder? Das ist so. Und, die Ankertechnik, die ist, für die ist er ja natürlich berühmt gewesen, oder? Auch, was auch ist natürlich, er trinkt auch nur Ankerbier. Also darum hat er immer Kopfweh. Und er ist darum immer Kopfweh. Und immer wenn es eine Aktion gibt und dann nachher sieht, dass wieder 50% Aktion auf Ankerbier, dann musst du aufpassen. Ja. Und dann kommt der Master Henry irgendwann ist zur Nacht in deinen lokalen Coop und kauft alles auf. Und dann ist er eben auch immer speziell stark, darum zu diesen Zeiten sollst du ihn nicht angreifen, oder? Ja. Gerade wenn im Coop Ankeraktion ist, würde ich da jetzt den Master Henry nicht angreifen. Nein, dann muss man es einfach als Team machen, das ist so. Das ist wirklich... also schau jetzt, genau, da... Nein, aber siehst du... Aber warum hat es denn ein Bärensymbol, weißt du? Ist sogar gerade Aktion, ja, darum. Shit, darum ist es so hart gewesen. Sonst war es knackig. Sonst ist er Level 12, sonst ist er Level 10. Jetzt ist er Level 14 und Rage. Ich sehe das. Ja, da, ich glaube, die Weißen sind doch irgendwie, die sind so mehr so Kleriker und so und kirchlich und ziemlich. Machst du das immer noch ein bisschen Lüter? Ich habe ein bisschen Lüter. Bin ich ein bisschen leisig, oder? Hast du gut, ich habe dich ein bisschen Lüter gemacht. Ja, ich film mit Pupp. Jetzt sind wir beide auf dem Maximum. Erst am Morgen nachher angreifen, ja, ist es so. Absolut. Aber schau, zum Beispiel die haben da irgendwie ein komisches Händesymbol und da jetzt auf so einen komischen Bär. Das checkt dann niemand, oder? Die Symbol. Da jetzt ein Schwert. Sind das echt Gilden, die dort sind? Oder ja, das ist wahrscheinlich Gilde dann irgendwie. Ja, das könnte schon noch sein. Ah. Simon zu leise geht doch gar nicht, ja. Ist gar nicht möglich bei meiner Stimme. Was ist das noch, die Route? Festering. Uff, Level 65, sollst du mal probieren? Recommended Level 65. Wir gehen es mal anschauen. Nein, komm, machen wir PvP jetzt. Das kann ich das jetzt machen, gut. Da? Ja. Go to a Sanctuary. Also, von da geht es nicht. He? Ja, dann musst du aber. Du kannst ja schnell durch Fast Travel, deine Quests abgeben. Ja, machen wir. Also. Und dann können wir dort dieses Ding. Ich muss jetzt halt wieder in das erste, weil ich da den Checkpoint habe, noch dort habe. Ah, schau, Fast Travel, ja, stimmt. Recall to ja, in. Ja, ich mach's jetzt mal schnell zu. Das kannst Rick, das finde ich auch ein bisschen komisch. Das der Wish Wayward Bone oder so hat er im. Wo hat er? Hat er so gehausen? Das sind Gilde, ja. Au. Das sind Gilde, hat jetzt jemand gesagt, das ja, andere. Okay. Also, das ist jetzt wirklich die erste Stadt, du kommst ins Game anfängst. Ja, jetzt craften wir nichts, das ist ja nicht so spannend jetzt. Zuerst können wir dort etwas abgeben. Dass der nicht säckeln kann. Homeward Bone, nicht Wayward Bone. Homeward Bone. Also, jetzt tun wir uns mal flaggen. PvP.
Dann gehen wir noch einmal eine PvP-Quest holen vor allem. Oh ja, Mann. Ich bin super pumped für das. Wo bist du jetzt da? Wo kann man jetzt das machen? Level 13. You have arrived at level 13. Du kannst es einfach immer narraten. Du kannst es immer narraten. Und da geht er dahin, da um die Ecke. Ne? Das sind alles so Arschlöcher, die mich nicht reinlassen. Die stehen da im Zeug rum und macht dann nichts. Halb 20 Minuten drücken sie ein A, W oder A oder S, D, damit sie bis am Abend reinbleiben können. Die kleinen Armleuchter. Pimmels. Reclaim. Collect Lucky Rabbit's Foot. Lucky Rabbit. Also, Lucky Dumpling. So, rum da. Ui, akrobatisch unterwegs. Tum, 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 tum. Schauen wir doch mal, was der Kollege da hat. Jetzt kann man eben bei dem da, kann man jetzt eben verschiedene Quests annehmen und da gibt es eben, oh, die haben wir da schon completed. Oder oh, sehen wir da PvE-Quest und wir machen jetzt mal einen PvP. Oh ja. Sind alle, sind das alle Solo, oder? Ja, ich kann nicht. Was? Du hast da irgendwie Punkte, die du dann auch kannst irgendwie. Ja, ja, ich. Ah, hast du jetzt aber alles PvP-Quests angenommen, oder? Ja. Fraktion, komm. Okay, Raid. Da. PvP-Mission, da. Hier. Level 22. Oh. It's gonna end badly. Ah, das macht nichts, das macht nichts. Nein, das können wir. Weißt du, wenn man eben genug Skills hat, dann geht das. Und wenn einer Skill hat, dann nicht ich. Ja, das ist die einzige, wo ich da, wo ich gerade horrend ist. Die sind alle 22. Immer alle pimpt. Gut. Pimpt. Und die sind wo? Ah, oh, da einer. Nein. Was sind denn die? Was ist denn da? Das 2, das 3 und das 4. 4 blau. Ah, da unten. Jawohl, da unten sind sie. Checkpoint setzen. Ah, den könnte ich jetzt hier... Teleport. Ah, den habe ich dann noch nicht entdeckt. Kann man da nicht... an teleportieren. Wie funktioniert es mit teleportieren? Teleportation? Nein. Wo willst du an teleportieren? Sorry. Ja, dort hat es einen Watchtower, da kann man dort nicht hin. All along the Watchtower. Ja. The approach hiking and... Nein, Outposts, glaube ich, nur. Ja. Schade. Schade, schade. Ja, was habe ich für ein Level? 13. Das ist kein Problem. Bis dort unten bin ich Level 14, das ist easy. Das ist easy. Schau, kein Problem. Das ist noch immer gut gekommen. Müssen wir noch etwas abgeben? Hä? Irgendwo zeigt es mir noch irgendetwas an. Ist doch scheißegal. Zu der blauen. Dann tun wir dort mal hinlaufen. So. Was ist das da hinten? Bei mir ab Scotty oder was? So, oh. Das dort. Ja, das ist ein Teleport. Teleportation. Ja, aber eben. Hat er nichts zum. Aber vielleicht gibt es nicht. Ich glaube, da habe ich nichts in der Nähe. Ja. Der sieht schon verdächtig aus, vielleicht bin ich einfach noch nie dort unten gewesen. Ja, schaut, dann nehmen wir euch jetzt mit. Also, jetzt gehen wir noch schnell dort ab und machen den PvP. Möbeln wir einfach kurz die Siechen ab. Jetzt gehen wir einfach mal hart gehen. Jetzt hat er reingemöbelt. Hart gehen, ein paar Schellen verteilen. Ein paar Maulschellen. Du kannst nicht laufen und sie nicht anschauen. Was ist mit dir? Mach mal die Kisten auf. Gut, noch ein gutes Schwertli. Hat das etwas? Ja, ein Zweihänder. Wer will denn schon einen Zweihänder? Der kann auch nichts. Ah, schau jetzt, der kann auch. Das ist gut. Mit dem! Jetzt möbel ich alle ab. Jetzt ist die Sache gelaufen. Jetzt ist es keine Chance mehr. Ich glaube, es ist ein Desaster. Jetzt wird es fast unfair. Also, jetzt ist es echt schon fast unfair. So hart bin ich jetzt da. Ja. Ich zeig dir das jetzt, wie das läuft. Kein Problem.
Vermutlich werde ich auf dem Weg dort schon vermöbelt. genau, übrigens, du, etwas anderes. Warum sieht das Symbol aus, als würde die sich da... Ah, oh, nein, das ist eine Höhle. Ja, ja, also, Symbol hat ausgesehen, als würde sich irgendwie... Der Wolf... Zwei Hunde körpulieren. genau, was eben auch noch geil ist, wenn du das PvP aktiviert hast, haben wir das am Anfang mal gesagt, dass du dann einfach immer 10% mehr XP bekommst. Das finde ich schon geil. Ja. Aber ja... Erfahrungsgemäß ist es halt schon so, dass es einfach schon genug gibt, die immer höhere Level haben und es schon sehr lustig finden, einfach die Kleinen runtermöbeln. Go, wie sagt man? Go ganken. Ganken. Ja. Ganking, spanking und janking. Ganking und spanking. Sind wir da schon mal gesehen? Oh oh! Ah, okay, das schaffen wir. Level 3 Ball. Hast du Angst gehabt? Weißt du ja nie. Da ist ja da das Game an. Alter! Wieso ziehst du den Aggro von diesen Schwein? Du Schwein! Pass mal auf, du Schwein! Was musst du da bauen? In das Stadtgebiet? Nein, das Stadtgebiet ist, glaube ich, da. Oh. Das ist nicht da. Ah, nein, musst du über das Stadtgebiet raus. Was ist das für 4, 2, 3? Sind es die, oder was? Ja, die Rane. Was bin ich? Hey, ich bin grün. Auch nicht, PvP geht nur auf der Map in anderer Farbe, oder? Aha. Du meinst... Nein, das muss ja an Jalne gehen. Weil es ist ja immer für jemanden eine andere Farbe, das Gebiet. Naja, naja. Nein, ich glaube, PvP kannst du. Oh, ich habe es noch nie gemacht, aber ich glaube, du kannst das. Überall ein bisschen leuchtet das da so. Da ist jetzt nicht mehr drin. Ah, da ist eben der Watchtower. Oh, lang der Watchtower. Was kann man dort machen? Nichts, da fängt ja das Game an, weißt du. Aber... Jimi Hendrix ist gestorben, hast du gehört? Was? einfach etwas. Ich nehm mal ein paar Flints mit, damit ich mal einen Checkpoint kann bauen kann. Vielleicht brauche ich Flintstones, den. Meet the Flintstones. Du. Sorry. Hochstehende Unterhaltung. Wochenende, Dude, mein Dude. Ist jemand von euch übrigens im Chat das Wochenende am Hero Fest oder an der Switzerland? Ich gehe morgen. Für ein kleines Meet and Greet. Mhm. Nein, ich komme einfach dort vorbei. Du musst mal endlich schauen, mit was die CS-Nerds gamen. Moment mal, muss ich... Wie komme ich dort runter? Okay, nicht da. Aber, ne? Ja, das ist noch einen. Da unten. Jungste Junghuren ist ja noch dort. Younghuren. Younghuren. Younghorn. Ja, ich habe ja den CS-PC zusammengebaut und da ist keine Chance gehabt, um die 240 Hz dort Frames zu erreichen mit Onboard-Grafik. Ist ambitioniert gewesen. Nicht gegangen. Ja. Ist aber schon noch krass. Schafft schon irgendwie so 150 Frames manchmal. Aber sie droppen halt dann einfach auch manchmal auf 40. Ja, ja. Drum. Hätte ja können sein. Also, schau da hin. Da hin. Hä? Hä? Komm ich dort hin? Dort oben. Komm ich dort hin? Ich habe garantiert wieder den dümmsten Weg genommen. Ich meine... Das Gebiet ist einfach komisch. Ich kann nochmal auf die Karte kommen, wenn man schon rundherum läuft und dann irgendwie dort, ja... Ja gut, ich kann ja die dort unten nicht, das kommt ja dann nicht drauf, aber ich glaube, die sind auf einem Felsen. Ja, es ist alles so Felsen, ja, ich so... Nein, das ist Taktik, weißt du, ich schleiche mich eben hinten an. Ja, genau, sieht niemand. Gut, da kommt es nicht weiter. Kommt es nicht? Ah, nein, ich kann schon nicht, vielleicht doch. Ah, mal, schau jetzt. Nice. Stunden gespart, Stunden. Juicy. User Juicy? Ach man, wirklich. Lauf mal, warte schon. Doch, da ist gut. Sind wir auf dem richtigen Weg, ja? Davor. Was müssen wir denn machen eigentlich? Für 1,5 Minuten muss ich den Punkt haben. Voll easy, ey. Ist ja gar keine Challenge. Voll verpasst? Ja, ist kein Problem. Bist auch jetzt noch willkommen. Ich zeige euch jetzt, wie man mit Level 13, Level 22 PvP macht. How to, herzlich willkommen.
zu meinem How-To-Channel, zu meinem How-To-New-World-Channel. Die heissesten Tipps für Noobs und Pros. Der Pustibus fragt, er sagt, er sei nicht an der Switzerland. Er muss lieber allein mit Kollegen, sei viel gemütlicher. Machen wir auch meistens. Wir haben die nächste schon wieder angesagt. Ja, wir ich auch. Ich glaube, Ende Oktober machen wir wieder eine. Wir machen immer im Frühling und im Herbst eine. Und dann treffen wir uns am Freitag und einfach bis zum Sonntag. Das ist richtig geil. Wir machen dann am Dezember. Shit! Level 22! Das ist gut. Ich habe das gewusst, dass es dort reinkommt. Wir haben das abgesprochen. Der Bam, ID und ich, wir kennen uns. Bamid. Bamid. Das ist so, ist es mir gestern gegangen, nachher habe ich aufgehört zu spielen. So. So, ich mache das mit dem zusammen da, oder? Mach das gleich wie ich. Kollege, wir müssen da rüber. Da, komm. Komm. Oder? Der Punkt muss doch, wo ist denn der Punkt? Da unten irgendwo. Hä? Ich habe den gar nicht gesehen, jetzt irgendwie. Dort hin? Check jetzt gerade nicht. Der Overlook. Ah, schau jetzt. Ah, Retrieve Assets. Da musst du noch anderes Zeugs machen. Narf. Hä? Komm nicht raus. Retrieve Asset from the Overlook at Edmund's Anchor. Ja, aber. Muss ich jetzt wieder hier rüber? Du musst mich verarschen. Nein, du musst auf das Wägel, auf das Wägel folgen. Welches Wägel? Da rechts. Das da? Ja, nein, unten, ja, dort unten irgendwo, ja. Unten an dir. Hat sich das Wägel. Nein, du noch. Da Weg. Da oben zum Weg. Ja, genau. Dort, was leuchtet. Ja, ja. Geh mal dort hin. Ja, das ist nur ein Ding. So. Das ist ein Fast Travel Show. Geh jetzt noch auf die Map. Ah, das Weg da drauf. Ja, dort, das Weg da drauf. Ja. Was muss ich da? Aber wieso siehst du das? Um was geht es im Spiel? Oh, der DJ Oliver fragt ganz basic Sachen. Es ist ein MMO, also ein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, wo man also ein bisschen immer eine piratenmäßige Welt ist. Und man ist gestrandet und ist als einer von den wenigen Überlebenden auf dieser neuen Welt. Jetzt hat es aber ganz viele andere, die da sind und man probiert da das Böse irgendwie zu bekämpfen, wo da grassiert und da die Menschen zu Zombies macht etc. Es gibt noch drei Fraktionen, wovon alle ein bisschen unterschiedlich sich spielen oder unterschiedliche Ziele haben. Und ich vermöble die jetzt gerade alle. Alle, schau mal. Ja. Haben sogar noch ein gutes Schild. Jetzt wird's gut, Mensch. Kann ich das nicht nehmen? Ja, das ist eh einfach. Nein, genau. Wie kommst du darauf, dass ich echt da hin muss? Man sieht ja nichts auf den Dings. Ah oh nein, du musst retour und dann willst du ja zum 3, oder? Nein, vorher war ich ja beim 4, hatte jetzt eine Quest gehabt, aber die ist jetzt einfach weg. Und die habe ich ja kaum jetzt erfüllt. Dort hätte ich so eineinhalb Minuten haben. Oder meinst du, dass das einfach schon passiert, weil ich dort ein bisschen rumgegammelt bin? Ja, weißt du, kann nicht. Also es hätte aber auch noch andere gehabt, vielleicht haben wir jetzt das gerade zusammen erledigt. Ah, ich könnte es schon anschauen, ob wir das geschafft haben. Fraction... PvP. Da completed, ja? Complete. Ja, dann hast du es ja. Dann hast du es ja. You're the PvP Pro. Oh, ich bin einfach Imba. Das ist halt eben schon. Das ist halt schon unfair gegenüber den anderen. Dass ich einfach so extrem gut bin, oder? Ja, DJ Oliver, wir finden es recht cool. Im Moment ist das Problem, dass die Server teilweise sehr überlastet sind. Also musst du ein bisschen schauen, welchen Server das du auswählst. Und wenn du mit Kollegen spielen willst, wir haben es völlig verkackt, weil wir irgendwie dreimal zwar einen anderen Server genommen haben, aber jeder ist immer mega überlastet. Und irgendwie, im Moment kannst du es irgendwie nicht richtig. Transfer von deinem Charakter. Ich hat jetzt einen Träger geschnallt. Ja, anders. Das ist noch blind, hä? Der will mir in mein Zipfeli beißen.
Also, ist jetzt das deine Lösung? Ja! Ich habe schon gehofft, dass mich ein anderer Spieler umbringt. Ja, jetzt aber komm, schlag doch mal. Schlag ihn. Hat aufgegeben. Hä? Hat er nochmal Glück gehabt. Jetzt hat ihn wirklich. Jetzt hat ihn ausgeholt. Ah, da über müssen wir. Sabotage. Destroy Wolves. Ja. Okay. Sind da so. Komplikationen? Ich wollte einfach andere Spieler vermöbeln. Okay, der dort. Den vermöbeln wir jetzt. Das ist alles kein Problem. Schau jetzt, das machen wir jetzt. Wo hast du einen? Hast du auch noch zum Vermöbeln? Nein, aber da. Ja, vielleicht da. Komm jetzt. Nein, ich glaube, das Spiel habe ich noch keinen gesehen. Aber ich mache jetzt da. Vermöbel jetzt den Wolf. Nein! Was ist los? Du angrosen einfach. Uiui! Ach, tut. Schaffi! Jawoll! Den kann ich nicht einmal skinnen. Aha, wirklich, das ist so tief Level. So. Ja, aber dann muss es doch irgendwie Leute geben. Oh, wann schaffe ich den? Totenkopf. Das ist immer ein gutes Zeichen gewesen. Sieht aber geil aus da. Da ist jetzt eben so Corruption-Schüssel, hä? Festering half, aber die kannst du eh noch nicht auseinandernehmen, oder? Nein, ich traue mir die haben das Level 65 oder so, schade. Ja, jetzt habe ich da PvP und jetzt kommt da gar nichts. Wo ist jetzt der PvP? Jetzt hat es einfach keinen Player. Pimple versus Pimple. Nein. Penis versus Penis. Ja, ich kann es jetzt nicht sagen. Warte. Ach Mann, das ist... Ja, das ist auch der von mir. Aha. Das ist ein Duel. Läuft auch dem noch. Vielleicht weiss der, wo Party ist. Where's the party? I'm gonna be gonna start it. Ja. Vor allem, wir sind eigentlich schon in einem violetten Gebiet drin, weißt du? Wie viel Gigabyte das Spiel hat? Ja, 30 oder so. Wie viel Jigglybits? Ah! zwischen 30 und 40 gerade. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht mein Ende da. Ich muss noch. Ich bin da irgendwie einfach. Heillos verloren! Dabei wollte ich doch nur möbeln! Wieso will denn niemand möbeln mit mir? Warum immer die blöden Skelette? Ich muss eben nachher gehen, du kannst ja noch ein bisschen weiter streamen und quetschen, aber ich muss mich langsam ausklinken. Was gibt's noch bei dir? Finnisch Gin geht's wieder? Nein, das war gestern. Sehr gut. Nein, ich gehe einfach noch. Wir haben ein neues Teammitglied und. Da musst du durch. Muss ich nachher schnell noch. Socialize. Erst Tag nochmal schnell. Genau, wir gehen das Bier liegen trinken da mit dem Team. Was ist das? Das Biertrinkteam. Ich glaube, wir sind das einzige Team, wo wir alle in Zürich sind. Sorry, haben wir Fun bei unserem Team? Hey, wir sind zum Schaffen da, nicht zum Vergnügen. Ja, wir müssen das einfach unser Team kompensieren, was ihr einfach nur rumlungert und Bier sucht. Ja, genau. Work-Life-Balance. Ist mal etwas von dem Team. Ja, nur schaffen. Wirklich, unser Team ist einfach dedicated, Mann. Ja. Das ist jetzt aber auch vielleicht schon fast ein bisschen intern gewesen von diesem Stream da. Ja, willst du noch weitermachen? Oder, ich laufe jetzt noch da vorne und hoffe, dass ich da noch einen Gegner finde. Ja, und dann, das wäre nice, wenn wir einen finden, aber es sieht nicht so aus. Und sonst springe ich da auch dann einfach in den Tod. Und spiel wie ein Genau, das ist dann einfach. Gut, dann musst du gleich wenigstens nicht holen, glaube ich, oder? Ja. Das ist ja easy. Ja, nein, du bist da wirklich einfach in einem gegnerischen Gebiet. Also eben in einem gegnerischen. Aber es hat einfach niemand, oder? Ja, es hat einfach niemand. Das ist irgendwie ein bisschen abpfeifenmäßig. Ja, die haben einfach alle Schiss. Die haben einfach gesehen, dass ich da für einen harten Tiger bin. Dann haben sie gefunden, shit, Mann, wenn da einer kommt mit Level 14, der muss eben schon krass drauf sein.
Aber. Das finde ich bei diesen Rollenspielen halt dann nämlich eben schon meistens. Oh, Silber. Ist dann eben wirklich so ein bisschen. Ah, Mann. Ja, siehst du, irgendwie ist 10 Level stärker und das geht halt einfach. Das Late Game ist dann. Oh, jetzt bist du überladen. Scheiße. Ja, gut, das kann man dann auseinandernehmen. Ja. Ich verabschiede mich mal. Ja, nein, ist gut. Ich springe jetzt einfach noch in den Tod. Weil, ja, ich glaube, da kommt einfach kein anderer Spieler mehr. Das traut sich einfach niemand mit mir aufzunehmen. Ja, das ist New World. Und, New World? Ja, also wie gesagt, wir sind noch nie. Ich weiss nicht einmal mehr, was das Maximal-Level ist. Weißt du was? 80 wahrscheinlich, oder? Nein, mehr. Einfach keine Ahnung. Aber wirklich Level keine Ahnung. Cap. New World. Aber ja, es ist. Okay, ich möchte jetzt doch noch das looten. Ja, ja, ich sehe es. Okay, ich möchte nicht. Da hat etwas geleuchtet, da muss ich looten. Ja, nein, aber ich kann es wirklich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so recht beurteilen. Bis jetzt ist es easy, wie so jedes MMO, aber es hat mich jetzt überhaupt noch nicht so reingenommen. Es ist cool, aber muss schon. Mir hat es mega reingenommen. Und die Beta habe ich mega geil gefunden. Ja. Aber dann nicht mehr weitergespielt, dass mir angeschissen hat, wenn Zeit kommst du in der Beta irgendwie so. Ja. Und jetzt finde ich es eigentlich schon noch. Ja. Ja, du. Mal schauen. Also, komm, ich habe doch gesagt, ich springe noch ab. Also, mal schauen. Wie viel er da vertreibt. Ja! Ah! Okay, sorry. Ich habe nicht einmal das geschafft. Sorry. Fail. Ask failed successfully. Einfach immer nichts können liefern. Also, New World, eben geht's auf dem PC. Sucht euch einen Server, wo ihr reinkommt. Ja, nicht noch läuft. Genau. Aber ja, danke dann allen, die zuschauen. Schönes Wochenende. Und, und bis nächste Woche mit vermutlich Far Cry 6. Genau. Und Ladenwirtschaftssimulator 22 machen wir fix. Ich glaube, da machen wir sogar ein bisschen längeres Stream für einen. Aber auch, da wird es wieder lustig. Also, bis dann. Ciao zusammen. Ciao.